Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Tiny Toon Buster Bus Loose. Tiny Toons Adventure heißt das wohl, glaube ich. Und hier haben wir schon lustige Sounds. In der letzten Zeit habe ich ziemlich oft über das Spiel geredet, hauptsächlich wegen seiner Musik. Und da dachte ich mir, spielen wir doch nochmal einen Super Nintendo Klassiker. Und wir fangen direkt an. Da sind die Protagonisten. Hallo, willkommen in der Welt von Tiny Toon Adventures. Mein Name ist Buster Bunny. Und ich bin Babs Bunny. Wir werden auf ein großes Abenteuer gehen. Wir werden in unserer Schule starten, der ACME Luniversität. wir haben viele Freunde dort und oh mein Gott, mein Unterricht fängt an. Ich muss schnell weg. Buster, pass auf, ein paar Tiere sind in der Schule ausgebrochen und treiben dort ihr Unwesen. Und das ist auch unser erstes Level, die Luniversität. Wir sehen oben schon unsere Lebensanzeige. Rechts, wir haben 3 Leben, jetzt schon einen Stern eingesammelt. Den kriegen wir, wenn wir hier die Viecher kaputt machen. Die Mäuse. Da kommt noch eine. Ja, so sieht es natürlich aus in einer amerikanischen Highschool. Mit Spinten auf den Fluren. Ups, Doppelpack. So, unter der Lebensanzeige haben wir die Dash-Anzeige. Und damit können wir mit L und R können wir so einen Dash ausführen. Jetzt habe ich mich gerade mal dabei geduckt, damit ich hier in den Geheimgang komme. So. Ups, das war nichts. Gedrückt halten. So, und wenn ich das mache, sieht man schon, dass die Dash-Anzeige runtergeht. Man kann das im Grunde so lange machen, bis die Anzeige runter ist. So, und das wird jetzt auch noch ein bisschen tricky. Hier dieser Kollege, ich habe leider vergessen, wie er heißt. Naja, also seine Statue, die bringt uns die Dash-Anzeige, also die füllt die Dash-Anzeige wieder auf. So, Dash, Jump, jetzt wieder aufgefüllt, Jump, wieder aufgefüllt, Jump. So, ups, das war knapp. Oh nein, jetzt habe ich keinen Dash mehr. Ich komme nicht mehr hoch. Ah, sehr gut. Dann versuchen wir es nochmal. So. Stopp, stopp, stopp. Das war erstmal genügend Aufregung für den Anfang. Dann muss ich das Ganze nochmal machen. Versuch ich es nochmal. Und hepp. Sehr schön. Das funktioniert doch prima. Ich habe das wieder länger nicht gespielt. Ups. Oh nein! Aua. So, jetzt sind wir in der Bücherei, wo die lieben Mäuse uns mit Büchern bewerfen. Jetzt müssen wir das Regal hier rüberschieben, damit wir auch hier unseren Walljump machen können. Ups, Vorsicht vor den Mäusen. Und wieder zurück. Hier die Möhren sieht man schon. Die durchsichtigen bringen uns ein zusätzliches Herzchen. Und mit dem vollen kann man es wieder aufladen. Die orangene Karotte füllt alles wieder auf. Das hat man am Anfang. Naja, am Anfang hatte ich sowieso noch alle. Huch. So, und dann kommen wir jetzt schon zum ersten Zwischenboss. Ich spiele gerade auf normal. Es gibt noch die Children-Version. Hier sehen wir Plucky im Hintergrund. Nee, heißt er Plucky? Plucky ist doch der Große. So, der wird böse, wenn wir in seinen Taschenlampenstrahl gelangen. Oh, jetzt habe ich ihn verpasst. Na, kommst du her. Und er spuckt einen Schlüssel aus. Der Hausmeister war das. Für alle, die den Cartoon nicht so oft gesehen haben. So, hier oben gibt es noch ein paar Goodies. Das ist, glaube ich, genau falsch rum gemacht, oder? Gibt es hier oben nicht noch was? Ah, warte. Müssen wir nochmal aufladen. Ups. Also. Ah!
mal. Ey, ich bin sicher, da kann man doch noch oben rein, oder nicht? Ist doof. Ja, genau. Und zwar ein Extra-Leben, wie wir rechts oben sehen. Also momentan kommt es mir noch sehr einfach vor. ich weiß nicht, ob das nachher noch anzieht. Vielleicht hätte ich doch auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielen sollen. Aber ich wollte mich jetzt auch nicht unbedingt blamieren. Bei diesem süßen Kinderspiel. So, in der Cafeteria sind wir inzwischen angekommen. Hey, da ist unser Kumpel, das Schwein. Hey, Buster, etwas Schreckliches ist passiert. Dizzy zerstört gerade die Küche. Wenn wir ihn nicht stoppen, wird alles, alles zu essen für die Mittagspause dahin sein. Wie können wir denn stoppen? Hampton, genau, Hampton heißt er. Dizzy ist ein großer Esser. Lass uns ihm irgendwas geben. Ja, lass uns ihm irgendwas zu essen geben. Okay, lass das meine Sorge sein. So, und jetzt kommen wir in die Küche und da sehen wir auch schon Dizzy. Den wir jetzt, indem wir unten dran springen, mit Sachen füttern können. Und das geht jetzt ein paar Mal, dann wird er, genau, dann wird er ein bisschen böse und zerstört die lustigen Laufbänder. Da müssen wir jetzt aufpassen, über große Löcher, über kleine Löcher kann er noch drüber hüpfen, aber er fällt dann auch gerne manchmal wieder auf uns drauf. Hier sowas zum Beispiel, da kann er natürlich nicht drüber hüpfen. Jetzt sind wir vor ihm, das ist natürlich nicht so gut so. Jetzt bin ich ganz runtergefallen. Man kann sich hier ganz gut verstecken. Ups. Mampf. Mampf. Hier noch ein paar Donuts. Nee, will er nicht. Lieber noch ein bisschen kaputt machen. Na, ob er den Sprung schafft? Nee. Ja, Hamburger. Und schon wieder beliebt. Ganz schön anstrengender Kollege. Ja, super. Hier, Eis. Eis? Eis? Ja. Hier, ein Parfait. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das machen müssen. Wahrscheinlich nicht mehr so oft. Komm, jetzt isst doch mal die Donuts. Ach, jetzt gehe ich schon von selber nach links. Das heißt, wir haben den ersten Endgegner schon hinter uns. Wahnsinn. Dizzy voll. Dizzy geht schlafen. Oh, er schnarcht von selber. Das brauche ich gar nicht zu synchronisieren. Hampton. Alles ist wieder in Ordnung. Dizzy ist eingeschlafen. Schau ihn dir an. Er hat alles aufgegessen in der Küche. Da freut sich Hampton natürlich überhaupt nicht. Der isst nämlich auch sehr gerne. So, und zwischen jedem Level gibt es diese lustige Wheels of Game. Sorry, dass wir euch warten lassen, haben lassen. Es ist Spielzeit. So, bitte dreh am Rad. Und dann wird das Spiel ausgesucht. Welches Spiel wird es sein? Dreh das Rad. Hier gibt es jetzt verschiedene Minigames, bei denen wir zusätzliche Leben gewinnen können. Und was wird es sein? Das ist... Ich will schon wieder Plucky sagen. Er heißt aber nicht Plucky, gell? Er heißt... Das Spiel ist... Doch, Plucky. Plucky Duck. Ha. Puh. Stimmt, der große ist Daffy Duck. Oh, ich bin so doof. Kleines Plucky, großes Daffy. Das Go-Go Bingo haben wir uns ausgesucht. Oder wurde uns ausgesucht. So. Das wird jetzt nochmal kurz erklärt. Wir kriegen 7 Bälle. Und für jede vollständige Reihe bekommen wir ein Extra-Leben. Auf diesen Bällen gibt es dann ein Gesicht zu sehen und das Gesicht wird dann sozusagen weggestrichen. So, jetzt müssen wir eine Taste drücken. Pingo shoot. Which ball is it?
Elvira. Naja, nur zweimal. Push-Button. Babs. Hallo, nur einmal. Das, ich glaube, ich werde sehr viele Leben bekommen. Ach, hier der Bücherwurm. Na, das sieht doch schon ganz gut aus hier rechts. Es fehlt nur noch der kleine Roadrunner. Das wäre cool. Nee. Ach, wie hieß die denn nochmal? Die hatte, glaube ich, auch so Psychokräfte, gell? Ich fand ja die Tiny Toons immer ein bisschen anstrengender als die Looney Toons. Der kleine Kojote. Ach komm schon, wie viele Bälle habe ich eigentlich noch? Keine Ahnung. Aber noch kein einziges Leben. Ah, hier der Vogel. Komm, jetzt einmal Plucky. Bitte, bitte, bitte. Oder Max. Max wäre auch gut. Dann habe ich die in der Mitte voll. Plucky! Ja, immerhin ein Leben. Habe ich noch einen Ball? Nee. Schade. Naja, immerhin ein Leben. So, und da sind wir schon im Western angelangt. So, habt ihr euch schon an die, an den Controller gewöhnt, an die Steuerung gewöhnt? In dieser, in diesem Level wirst du das Dash-Feature kennenlernen. Das haben wir aber eigentlich eben schon kennengelernt. wenn die Anzeige voll ist, kann man L und R drücken, um einen extra Geschwindigkeits... ja, eine extra Geschwindigkeit zu bekommen. Warte, da ist noch was. Wenn du Dash in verschiedenen Plätzen benutzt, kannst du auch Wände hochklettern. Okay, also man hätte viele Sachen im ersten Level nicht machen können, wenn man nicht gewusst hätte, wie das geht. So, so kann man vielleicht hilfreiche Gegenstände finden. Ach so, by the way, Plucky. Was ist nochmal die nächste... Nächstes Level? Der Western-Film, natürlich. Und ich bin der Hauptdarsteller. Ich bin die Führung. Ich bin der Star. Nervig, nervig. Ja, das denken sich auch die beiden. Hey, Buster. Montana, Max. Seems to be up to something. Hat wohl was vor. Das gleiche wie immer. Same procedure as every year. Möchte man da fast sagen. Und da sind wir schon. Howdy, Partner. In der Western Welt. Warte mal, die kann ich, glaube ich, auch. Genau. Wow. Das war knapp. So wollte ich das. Sind beide erledigt. Das Rathaus. Die werfen mit gefährlichen Tomaten. So, hier kommt die Farm. Ja, genau, jetzt müssen wir Seil springen. Das finde ich sehr gut. Wir müssen mindestens 10-mal über das Seil springen. Wenn wir vorher kaputt gehen, müssen wir das Ganze nochmal machen. Aber das klappt doch sehr gut. Sehr schön. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Von oben kommen kleine Geier. Die blauen Pferde schießen uns nach oben. Mit ihren Hinterteilen. Ups! Alter, die Geier sind aber auch ein bisschen aggressiv. Da ist noch ein Stern. Ach Mann, einmal wollte ich noch hoch. Hui! Sehr schön. Und da geht's auch schon direkt in den Saloon. Vorsicht, Hund. Sind das da hinten eigentlich Toaster? Ich weiß es gar nicht. So, der fällt natürlich runter. Wie es sich für einen Kronleuchter gehört. In einem Westernfilm. Ja, das bringt uns hier überhaupt nichts. Wow, die hatte ich vergessen. Die Fässer. Oh, die kann ich sogar abwehren mit meinem Dash. Nicht mit meinem Dash, mit meinem Angriff. Und da steht auch schon der Ganove. Es ist zu spät. Ich, Montana Max, habe alle wertvollen Gegenstände geklaut. Ha, 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 ha.
Auf Wiedersehen, Buster Bunny. Und jetzt kommt eine Scheißstelle. Nein, eigentlich ist sie sehr spannende Musik. Zumindest im späteren Abschnitt, jetzt noch nicht. Genau. Hier sehen wir schon die Öhrchen von den Füchsen. Jetzt kommt nämlich ein selbst scrollendes Level und die sind ja allgemein sehr beliebt. Nicht. Müssen wir aufpassen auf diese Windhosen. Ah, verdammt. Die nehmen uns gerne mit. Kann ich auch ducken? Nein. Ah, Stress. So, jetzt bin ich Gott sei Dank schon hier oben. So, genau, noch mehr Füchse. Es sind gar keine Füchse, es sind Kojoten. So, Dash. Jetzt kommt diese blöde Stelle hier. Über den Tunnel hinweg. Oh, fast den Jump verkackt. Oh, da hätte ich, glaube ich, nicht jumpen müssen. Egal. Ah, das war Unbesiegbarkeit. Und, wow, ich habe es sogar geschafft. Sag mal, ich bin besser als sonst. Normalerweise bleibe ich da mal irgendwo hängen. Na gut. Freuen wir uns, dass dem nicht so ist. Und jetzt passiert etwas Schlimmes. Die Brücke bricht zusammen. Und sobald die Wagen darüber hinweg sind, fallen die dann auch runter. Genau. Und jetzt muss ich gleich versuchen, da rüber zu springen. Natürlich kommt jetzt auch wieder ein Kojote. Na, komm schon. Kollege. Da ist er. So, nächster Wagen. Einmal durcharbeiten. Durchatmen, wollte ich sagen. Schon so in der Arbeit drin. Oh, ja, das. Da wollte ich dem Roadrunner direkt folgen. Oh nee, nicht wieder von da. Oh, na gut. Befürchte ja, dass ich jetzt nicht mehr so gut davon komme wie vorhin. So. Jetzt versuchen wir mal, nicht in die Windhosen zu kommen. Na, bleibst du stehen. Verdammt! Ah, ist ja einfach stehen geblieben. Hat meine R-Taste nicht richtig funktioniert. Ihr habt aber eben gesehen, dass ich das gut geschafft habe, oder? Also, das. Vielleicht schneide ich das einfach so zusammen, dass es gut aussieht. Ah. Naja, zumindest habe ich euch vorgewarnt, dass die Stelle sehr schwierig ist. Na, zu früh? Hey. Konzentration. Und go. Jump. Jump. Nein, da habe ich auf Y gedrückt. Wieso drücke ich denn auf Y? Da bleibt er natürlich auch einfach stehen. Oh Gott, viel schlimmer ist gerade, dass ich bemerke, dass wir nur noch zwei Leben haben. Und das Gesicht mache ich dazu. Ah, jetzt bin ich ja doch ein bisschen in Zugzwang. Hau ihr Buster. Das ist natürlich die berühmte Looney Tunes Musik. In der Western-Version. Was macht der denn da? Hauptsache er läuft.
ja, sehr gut. So. Ach, ich war noch unverwundbar. Naja. Brauche ich mehr zu sagen als dieses Gesicht. Jetzt kommt wieder ein Coyote, gell? Da ist er auch schon. So, und? Wo ist der Wagen? Da. So, schnell wieder den Dash aufladen. Coyote. Und? Nein! Ach, verdammt! Ah! So. Jetzt mache ich eine Kurzpause. Und ob wir das zweite Level überleben, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi!